Vor allem, als ob solche Typen nichts anderes zu tun hätten, ey, als nachts zu warten, bis da jemand mit Milchkrug vorbeikommt. Ey, wie armselig. Zurück bei einer neuen Folge von Majora's Mask. Im letzten Mal haben wir ja richtig viele Sachen gekriegt. Wir haben uns noch zum Schluss die Maske geholt von diesem Tänzer da. Den haben wir mit dem Lied der Befreiung befreit. Hier, guck mal, die Maske haben wir gekriegt. Kamarus Maske, setze diese Maske mit sehr auf um. Verführe einen eigenartigen Tanz. Und so habe ich mir jetzt Folgendes gedacht. Wir können noch was schaffen, nebenbei. Dazu müssen wir jetzt aber schnell sein und auf die Farm. Auf die Farm zurück, weil da um 2:30 was passiert. Da kommen die Geister. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen durcheinander, aber bevor ich das wieder ganz vergesse, das liegt jetzt gerade auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob das geht, ob der Block da frei ist. Ich glaube, den haben wir frei gemacht, oder? Oder nicht? Oder war das im letzten Part? Ich glaube, das war im letzten Part. Ich glaube, das... ja, gut. Hat sich das erledigt? Hat sich nicht. Moment, Moment. Das schaffen wir. Ganz schnell, ganz schnell. Ich komme mir schnell in Pulverfass und dann geht's dann zurück. Aber ob ich das schaffe, ist ungewiss. Dann helfen wir nämlich dem Mädchen auf der Farm. Holen uns dann unser Schwert. Ja. Also, sorry, dass das so gerade ein bisschen durcheinander ist, aber... So habe ich das gleich alles weg. Aber was hinterher nicht mehr machen, ne? Jetzt werden einige wieder sagen, oh, das ist voll hektisch, lass dir doch Zeit und so. Aber... Aber ich finde, ich mache das so. Ich denke, ich mache das so. Ich brauche schnell ein Pulverfass, Mann. So, ist aber ganz schnell. So, ab geht's. So, Mädels, euch bringe ich auch noch tanzen bei, ey. So ist hier der Bombenshop. Ja. So, hier ist der Corona. Jawohl. Wir haben mehr als 50 Rubine halt. Die Ocarina brauche ich doch. So. So, zack. Moin, Kumpel. Gibst du mir noch einen von deinen Pulverfässern aus dem Arsch gezogen? Jawohl, ja. Gib mir ein Pulverfass. Jawohl. Ein Pulverfass erhalten. Jawohl. Pulverfässer, bla bla bla. So, auf geht das. Wieder zurück. Dum, dum, dum. Wir reisen. Immer hin und her. Eine Reise, die ist lustig. Eine Reise, die ist schön. Ja, da kann man Unruhstadt und die Milchstraße noch sehen. Holla hi. Swip. Alter Mann, wo ist der denn hin? So. So, das schaffen wir jetzt noch. Komm. So, Kollege, geh mal weg da mit deiner Axt da, ey. Lass mal einen Goron hier ran. Zack. Swappen, weg da, zack. Brauchen wir schnell die Pfeile. Geht alles ein bisschen zu schnell, oder? Kann das sein? So, swappen. Schnell die Hasenmaske auf, so und zack. Und schon ist er weg. Ah, Kumpel, was sagst du dazu, ey? Ich hab gerade keine Zeit zu reden. Nochmal schnell wechseln, dass wir da hin können. Oh mein Gott, ich hab Kopfschmerzen. Geht alles zu schnell. So, jetzt noch schnell dahin rollen. Rollen, rollen, rollen. Rollen, 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 rollen. Sekunde, Mann! Ja, das. Hä, das hatten wir doch. Sieh doch! Guck mal, das Mädchen da, wie es auf der Stelle läuft. Ist das nicht dein Pferd, Alter? Oh, tuff, 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 tuff. Scheiße, Mann! Werde ich denn da gefangen? Guck mal, und die Fee bleibt da zurück. Hi! Kennst du mich noch? Halt, stopp, warte, Mädchen, warte. Warte, lass mich dir helfen. Hallo, lässt du nicht mit dir reden? Hallo? Reden. Bald ist es soweit. Romani, das Mädchen vom Lande. Wurde zu Tiesburg angetragen. So, wir helfen dir jetzt, und zwar kommen gleich Geister. Und das kann ich euch nebenbei erzählen. Ich schnapp mir noch schnell ein paar Pfeile. Und zwar diese Geister, ja? Da in dem Stall sind Kühe. Die Geister wollen die Kühe haben, ja? Und, eigentlich läuft das so ab, dass wir jetzt erstmal die Zeit wieder normalisieren. Und zwar läuft das so ab, dass die Geister wollen halt die Kühe haben. Wir müssen es verhindern. Dadurch kriegen wir
Dadurch kriegen wir halt, glaube ich, eine Milchflasche und dann müssen wir am Abend darauf. Nee, klar, Moment. Ich muss erst mal das Lied spielen. Nein. Und zwar kriegen wir dann einen Milchkrug, ja, von ihr, wenn wir das geschafft haben. Und dann am Abend darauf müssen wir mit der Schwester von ihr fahren wir in die Stadt und dann kriegen wir noch eine weitere Maske. Und das will ich jetzt schaffen. Eigentlich müsste ich ja die gesamte Quest müsste ich euch die ja zeigen. Hier ist auch irgendwo ein Hund von der. Wo ist denn der Hund? Der Hund kann uns auch helfen. Der Hund ist aber nicht da. Mir fehlt die Karte von der Romani Ranch, aber jetzt geht's gleich los. Ich versuche das jetzt schon zu schaffen. Da kommen sie. Und normalerweise ist der Hund immer da und der Hund zeigt uns immer an, welcher Gast am nächsten gerade dran ist. Ah, da ist er. Guck dir den an. Kommst wie gerufen. Oh. Bäm. So, der Hund zeigt uns an, dass der hier am nächsten dran ist. Wo ist denn da einer? Ich glaube aber nicht, dass ich das schaffe. Dazu bräuchte ich echt die Karte. Wow. Swap, 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 swap. Ich komme. Ich hoffe, ich schaffe das gleich beim ersten Mal. Ich hab da immer schwitzige Hände dabei. Und was hast du? Was hast du denn? Da hinten kommt auch keiner. Oh, da hinten kommt aber wieder einer. Swap. Oh, gut gezielt. So, da hinten kommt bestimmt gleich wieder einer, oder? Ja, wusste ich doch, wusste ich doch, wusste ich doch. Hab ich doch geahnt. Hier, komm mal her. Nein, vorbei. Alter, ich habe nur noch 19 Pfeile. Ich muss mir das jetzt. Oh. Weg. Weg. So, ich komme jetzt gleich erstmal die Pfeile. Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Ich komme jetzt erstmal die Pfeile hier. Bevor ich dich da erledigt habe. Oh. Verpiss dich. Dann kommt doch gleich schon wieder einer. Ah, komm, den kriegen wir jetzt noch. Oh, wir haben das gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Gleich geht die Sonne auf. Da hinten kommt doch bestimmt wieder einer, oder? Da ist schon wieder einer. Oh. Komm, das müssen wir schaffen. Weg. Verbrenne bitte, komm. Gleich haben wir es geschafft. Gleich ist es 16:30. Und dann gehen die auch, glaube ich, weg. Komm. Oder? Nee, müssen wir bis um 17:00 durchhalten. Oh. Ich habe das Gefühl, der Geist hier hinten, den habe ich vergessen. Wow. Geh weg, Mann. Tschüss. Cool, noch sind sie alle relativ weit weg. Okay. Da hinten, die kommen ganz schön nah ran. So. Tschüss. Tschüss. Bam. Oh mein Gott. Hab ich schwitzige Hände. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ey, hab ich schwitzige Hände, ne? Wenn das jetzt kurz vorher schief geht. Ich komme mit meinem Leben da nicht mehr. Jawohl! Ja. Und schon sind sie weg. Boah. Ich hab das sonst nie beim ersten Mal geschafft. I'm so crazy. Woo. Ach, wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich danke dir. Deine Hilfe wurde die Kühe gerettet. Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stemmen. Da. Du hast eine Milchflasche erhalten. Geil, die Milch versorgt dich mit wertvollem Kalzium, damit deine Knochen noch stärker werden. 5 Herzen werden aufgefüllt. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. Du hast dem Bauernmädchen geholfen und die Kühe gerettet. Wurde im Notizbuch vermerkt. Cool. Damit hätten wir schon mal Teil 1 geschafft. Ich gucke jetzt mal, was mit unserem Pferd hier los ist. Das Pferd müssen wir doch jetzt bald kriegen, oder nicht? Ah, geschafft. Bäm, Pfeile noch her, zack. Dann kehren wir auch gleich in die Bergsiedlung zurück, holen da unser Schwert, ne, das zum ersten Mal verarbeitet wurde. Und dann holen wir... Oh, nicht wundern, jetzt wird der Bildschirm automatisch kleiner. Bitte. Wie gesagt, normalerweise ist rechts unten bei der Aktion hier eine Karte, wo dann die weißen Punkte drauf sind. Das sind dann die Geister. Das ist dann für einen einfacher. Aber zur Not hat man ja den schönen Wachhund hier, der zeigt einem, welcher Geist am nächsten dran ist. Und es ist die Dämmerung des zweiten Tages.
Wir bleiben noch 48 Stunden. Ich möchte gern mein Pferd zurück. La, 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 la. So, dann gehen wir mal hier rein in den Stall. Da ist nämlich die Schwester. Die ist für uns bereit. Hallo, alles klar? Oh, hi. Fiep. Hallo. Oh, hallo. Ich möchte auch mich in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles auf. Du willst doch nicht, dass sich die Kühe einsam fühlen, oder? Du Kuh? Nein, Schwester. Oh Gott, was hat die für ein Gesicht? Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Cremia, die Besitzerin. Wo denn zu dir angetragen? Und das heißt, wir haben eine Verabredung mit ihr. Heute Abend um 6. Guck, da haben wir die Gaboom-Maske. Genau, jetzt werden die Leute auch endlich eingetragen. Cremia, okay. Heute Abend um 18 Uhr. Ich würde aber gerne mein Pferd zurück. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu dem Team, wo wir die Hasenmaske gekriegt haben, dass der auch standesgemäß im Notizbuch vermerkt wird. Dann holen wir uns unser Schwert. Eieiei, wir haben richtig viel. Oh, ich bekomme total Schwitzen. Wir haben so viel vor, ey. Aber dieses affengeile Spiel hat natürlich auch so viel zu bieten. Deswegen ist es ja gerade so affengeil. Tiff, 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 tiff. Schnell hier rein. Hallo, wir kehren nochmal zurück. Oh nein, was will der denn schon wieder? Hey, wir wollen mal gucken, wie es euren Hühnern geht, ey. Guck mal, meine geile Maske. Kennst du die noch? Mein Großvater hat es mir gesagt. Der Mond, er fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, bis die Ranch auch hinüber... Ach, ja. Immer noch der geile Irokese und der Held selbst bei Regen. Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde. Blablabla. Bla, bla. Der Hühnerfreak. Grog. Grog wurde in Zutiesbuch eingetragen. Jetzt gehen wir wieder in die Bergsiedlung und holen uns unser Schwert. Und mehr können wir eigentlich in diesem 3-Tages-Zyklus. Ich kenne das jetzt nicht auswendig. Na, bestimmt können wir noch mehr machen. Aber zum Beispiel Carfice Quest, ja? Das muss ich mir nochmal durchlesen. Das weiß ich leider nicht auswendig. Die müssen wir dann ganz zum Schluss machen. Ich will erstmal alle Tempel durchhaben. Und jetzt regnet's hier. Was mach ich denn? Ich will in die Bergsiedlung. Ja, weißt du, sieht hier voll nach Berg aus. Sieht hier voll nach Schnee aus. Ey, voll geil. Eieiei. So. Jetzt aber. In der Bergsiedlung. Hey, ich bin hier falsch. Ganz schnell weg hier. So habe ich mir das so vorgestellt. So. Ach, schön, wenn es denn echt auch so schnell ginge. Sag mal, trappen! So, ich gucke mal, wie weit die Herren da sind. Ich halte schon mal meinen Goldstaub bereit. Da. Yeah, man, I'm here! Zwar hat das ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Badada! Dein Kokiri-Schwert erfuhr die Kraft vom neuen Glut und Stahl. Sein neuer Name soll fortan Elfenschwert sein. Die charmante Klinge dieses... Dieses Schwert schneidet schärfer als der eisige Odem des Winters. 100 Mal kannst du es einsetzen, bevor seine Schneid ihre Kraft verliert. Nach 100 Streichen bla bla bla. Aber pass auf, bringst du mir Goldstaub, bevor dein Schwert seinen Schneid einbüßt, schmiede ich dir das stärkste Schwert aller Zeiten. Verstehst du? Goldschwert. Oh Gott, Gott, Gott. Junge, ich hab Goldschwert, ey. Ah, ein Kunde. Du schon wieder? Hey. Ein schlechter Scherz. Ja, Goldstaub. Hier, Alter. Friss Goldstaub. Oh, wenn das kein Goldstaub ist und sogar die feinste Qualität. Selbst wenn ich in der Wende bleibe, kein bisschen übrig. So, dann los. Danke für deinen Besuch. Ja, mach mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. Oh, du meinst, ich mach mich an die Arbeit, Mann. Dot, dot. So. Jetzt lass mich mal überlegen. So. Also, wir können... Wir können heute Abend... Gehen wir... So. Was hat er für Anfälle? Wir gehen wieder zurück auf die Milchstraße, spulen vor. Bis zur Nacht oder bis zum Abend. Dann fahren wir mit der Ollen in die Stadt, kriegen die Maske und dann, dann spulen wir vor zum nächsten Tag und holen uns da dann unsere Schmirgelklinge zu. Und das bleibt dann auch wirklich. Also selbst wenn wir dann wieder die Hymne der Zeit spielen und ganz am Anfang wieder landen, sind zwar unsere ganzen Items weg.
aber das Schwert bleibt. Also wir müssen das Schwert dann nicht nochmal mit Goldstaub und so. Weißt du, das bleibt dann. Na, du bist immer noch erstaunt, war, dass der Block weg ist. Hey, hey, egal auf welche Weise, Hauptsache der Fels ist weg. Sei zufrieden damit. Hätte ich mir auch so gedacht. Die Romani Ranch. Ja, irgendwann will ich ja auch nochmal ein Pferd. Das brauchen wir nämlich, um dann an den Ozean zu gehen. Nicht unbedingt. Da gibt es nämlich noch einen Trick. Da gibt es einen Glitch, wie man da vorher hin kann, um sich dann die Zora-Maske zu holen. Da gibt es einen Glitch, aber das kann ich irgendwie nicht. Das ist mit einem Goron. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist mit einem Goron und Bomben. So. Wir spulen vor bis zur nächsten Nacht und dann fahren wir mit Kremia ganz alleine. Und ich verstehe schon, warum die Schwester nicht dabei sein soll. So, wo steht sie denn? Bitte wagen. Hat die uns so verarscht oder? Ah, guck mal da. Da steht sie. Ich setz mal die Hasenmaske ab. So, hallo, ich möchte gerne mit dir fahren. Reden. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Natürlich, wir brauchen noch deine Maske. Na, also die Maske, die du für uns hast dann. Vor allem einsam. Vor allem, Alter, sie hat eine Kutsche mit dem Lenkrad dran, ja? Und so eckigen Rädern und der Esel. Ach ja. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Ranch, aber das ist nicht immer einfach. Die Kühe wirken irgendwie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Wer kann so etwas nur tun? Ja, ich sicher nicht. Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu verjagen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Tja, Leute, wir haben jetzt die Aufgabe, die Krüge zu verteidigen. Das machen wir doch in dem Part. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anju. Anju wird... Übermorgen wird sie als Braut vor den Altar treten. Glaube ich, stand da. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabstürzen wird. Und diese Anju, die habt ihr ja schon mal gesehen. Das ist die Besitzerin von dem Gasthof zum Eintopf. Diese etwas dürre da. Ah, ich bin in der Stadt. Was ist das denn? Wer stellt denn da so eine Sperre auf, ey? Sag mal. Oh, guck mal, der tingelt da oben immer noch. Ich mal Karten. Was? Die Straße? OMG. Junge, schnapp dir deinen Bogen. Und zwar müssen wir jetzt diese drei Krüge da verteidigen gegen die Romani-Brüder. Habt ihr auch vielleicht schon mal gesehen? Die haben jetzt gleich so Masken auf, weil sie ihr Gesicht zu hässlich finden, deswegen müssen sie das Gesicht verstecken. Ach ja, hier geht's schneller. Was ist das denn? Noch eine Wegversperrung? Ist ja affig, ey. Also müssen wir ganz außen rum. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt? Oh mein Gott! Uns bleibt keine Wahl, wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Mach mal du mit deinem Esel und deinem achteckigen Lenkrad und achteckigen Rädern. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich hier rauszubringen. Kurz angehalten. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit deinen Feinden zu verjagen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her. Weißt du, was du tun hast? Nö. Danke. Ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier herauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gewalt. Aha. Du, das wäre gar nicht nötig gewesen. Dann können wir später mal im Bett machen. So, jetzt geht's aber hier los. Oh mein Gott, mit Mistgabeln! Das Gute ist, wir haben unendlich Pfeile und wir müssen eigentlich nur versuchen, sie... Seht ihr, ja? Sie zu beschießen? Was haben die denn für eine hässliche Maske? Und die dürfen halt nur... Ich glaube, ein Krug oder so. Nee. Wir müssen versuchen, dass wir mit mindestens einem Krug hier heil rauskommen. Ich glaube, zwei Krüge dürfen sie zerdeppern. Bäm! Von der Fresse, ey. Bäm. Ja, ich habe heimlich geübt, ey, mit den Geistern letzte Nacht. Ja. Oh, oh. Wow! Vor allem, was sind das denn für Masken, ey? Wo kriegt man so welche denn her? Vor allem, als ob solche Typen nichts anderes zu tun hätten, als nachts zu warten, bis da jemand mit Milchkrug vorbeikommt. Ey, wie armselig. Ganz ehrlich.
Bam! Guck mal, wie oft ich hier in den Kopf schieße. Bam! Und hier auch. So, kommt doch näher, kommt doch näher. Mensch, mach mal da vorne ein bisschen schneller! Ja, 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 ich mach schon, ich mach schon. Kein Problem. Boah, guck dir da an. Wow, wow! Oh, jetzt haben sie, glaube ich, einen Guck. Ey, wir haben es geschafft. Guck mal, voll eiskalt. Ich kann immer noch auf sie schießen. Wir haben es geschafft, diesen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen. Und alle drei Krüge sind noch heil geblieben. Oder? Wäre Mike Krüger aber stolz auf uns. Haha. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir, du warst großartig. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Oh mein Gott, eine neue Maske! Du hast Romanis Maske erhalten. Drücke sie, um die Maske zu tragen. Sie weist sich als Mitglied der exklusiven Milchbar Latte aus. Latte? Er hat Latte gesagt. Durch eine gute Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Diese Maske wird nur an wenige erwachsene Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit kenne ich dich als Erwachsener an. Du hast die Milch beschützt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Hey, danke, Mann. Und damit beenden wir auch den Part. Wir haben richtig viel geschafft. Im nächsten Part habe ich mit euch vor, dass wir in die Milchbar Latte gehen, dass wir die mal besuchen. Da haben wir nämlich auch noch eine Chance, uns eine Maske abzukramen. Wenn mich nicht alles täuscht, oder kommt das erst später? Ich glaube, das kommt erst später. Wir holen jetzt dann auf jeden Fall unser Schwert und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, Like, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann bis im nächsten Part. Tschüss, Leute, euer HSPLP. Macht's gut.